Moin Jörn. Guten Morgen. Was ist denn heute hier los? Wir hatten gerade und haben gleich nochmal unsere Regelkommunikation zum Thema KTM, also Brabus 1300R, die Produktion. Wir haben jetzt die ersten 24 Motorräder hier in Bottrop. Hier sieht man gerade die Reihe, das sind die Basisbikes, so kriegen wir sie aus Mattighofen. Da sind bestimmte Umfänge, die zur 1300R gehören, schon montiert, weil es sinnvoll ist, das direkt im Werk zu machen. Und die Finalisierung der Motorräder geschieht jetzt hier in Bottrop. Und wie es immer so ist, so ein neues Projekt, Start einer neuen Produktion, hat seine Herausforderungen, hat seine kleinen Details, die dann nicht immer so funktionieren, wie man sie sich wünscht. Und deshalb haben wir einmal in der Woche eine größere Abstimmungsrunde hier in der Produktion, wie wir wirklich zu jedem Motorrad gehen, zu jedem Bauteil uns anschauen, wo es da noch gegebenenfalls hakt, nicht mehr hakt, verbessert wurde, wie der Stand der Dinge ist. Man muss Qualitätsmaßstäbe besprechen, abstimmen, was ist IO, was ist nicht IO. Dann werden Grenzmuster definiert und das ist immer das, was wir hier dann gemeinschaftlich machen. Das ist also dann die Entwicklung, die Projektleitung, Einkauf und natürlich auch die Produktionskollegen zusammen, um diese Themen abzustimmen. Und so entwickelt man sich jetzt halt eben von Meeting zu Meeting zu einem hoffentlich final super tollen Projekt. Aber da bin ich ganz sicher, dass wir das hinkriegen. Was ist IO? IO heißt in Ordnung, richtig? Ja, genau. Ja, Entschuldigung. Das ist immer die Kurzbezeichnung, die man hat. Ne? BOM, IO, BTV, das ist eigentlich immer so ein ganz furchtbares Abkürzungsdurcheinander. Also IO-Teile heißt natürlich in Ordnung-Teile, NIO-Teile entsprechend nicht in Ordnung. BTV ist zum Beispiel Bauteileverantwortliche, das sind so kleine nützliche Sachen. BOM, Bill of Material, also die Stückliste im Endeffekt. Ganz charmant übrigens, in Österreich heißt eine Stückliste Stüli. Stückliste, Stüli. Es sind halt viele kleine Details, aber die muss man einfach abarbeiten und es ist eigentlich auch ganz egal, ob es vier Räder oder zwei Räder hat oder einen Rumpf wie bei der Marine. Deshalb starten wir ja auch in der Produktion langsam rein. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Ramp-up, fahren die Stückzahlen langsam hoch. Aus dem Grund jetzt auch im ersten Schritt mal 24 Motorräder. Im Moment ist das Target 4 Motorräder pro Woche. Die Kammlinie ist hinterher geplant auf 12 bis 15 Motorräder die Woche. Wir haben im Endeffekt eine verteilte Produktion für das Gesamtmotorrad. Das heißt, es gibt Umfänge, die werden schon in Mattighofen in der Produktion bei KTM montiert. Insofern baut KTM für uns ein sogenanntes Basismotorrad. Das sind eigentlich die Bikes, die man hier sieht. Die haben zum Beispiel schon die Räder dran. Die Fußrastenanlage ist hier schon montiert. Bestimmte andere Umfänge, wie zum Beispiel auch hier die Gabelbrücke, sind schon montiert. Und das machen wir aus folgendem Grund. Es macht einfach mehr Sinn, diese Bauteile schon in der Serienproduktion dran zu bauen, weil zum Beispiel spare ich mir sonst einen Satz Serienräder, die ich ja hier wieder runter machen müsste, dann habe ich sie über. Was mache ich mit denen? Also so versuchen wir da natürlich auch ein bisschen in der Wertschöpfung Materialeinsatz sparend und mit Augenmaß dran zu gehen. Es ist bei diesen konkreten Artikeln so, dass wir dann Lieferant an die Produktion KTM ist. Das heißt, wir sind natürlich verantwortlich für die Räder, für die Fußrastenanlage, weil es ja Brabus-spezifische Produkte sind. Wir sind dann Zulieferer ans Werk in Mattighofen bei KTM. KTM verbaut die für uns und wir kriegen diese Basismotorräder dann gebaut, die, wie man ja sieht, ziemlich nackt sind. Und die werden dann hier in der Produktion mit dem ganzen anderen Zubehör und ganzen Umteilen, die Tanks, die hier auch lackiert werden, weil wir ja eine spezielle Lackierung haben, die Seitenflügel, die Lampe, Lampenverkleidung, Carbon, Kotflügel vorne, hinten. Also das ganze Paket wird dann hier finalisiert und zusammengebaut und geht dann von uns aus wieder zurück nach Mattighofen, ins Zentrallager von KTM und wird von da aus an alle Händler dann vertrieben. Oder die Händler in den Märkten, die damit beglückt werden, vertrieben. Lass uns die Produktion noch mal kurz angucken, oder? Ja, gerne. Hier stehen schon mal ein paar fast fertige. Das ist schon von der ersten zwei Wochen Vorproduktion die Mengen, die jetzt schon mal fertig geworden sind. Was hier noch aktuell fehlt, sind die Sitzkissen. Die sind Anfang der Woche gekommen, die werden jetzt noch montiert. Und dann gehen diese Bikes noch in unsere komplette Abnahme, Schlussabnahme und gehen dann raus. Cool. Ja, hier sind wir im Produktionsbereich. Wir sind hier im Werk 3 im Standort Bottrop. Wir haben hier im mittleren Bereich unsere Produktionsinsel für die KTM oder Brabus 1300R Produktion eingerichtet. Wir haben Einzelarbeitsplätze in der Summe 5 Stück, wo wir dann jeweils immer die Motorräder aufbauen. Wir haben ein spezielles Gestell, dass es einmal das Motorrad sauber arretiert, dass man gut dran arbeiten kann. Und dann gibt es ein kleines Feature daran, weil wir teilweise das Motorrad zur Montage bestimmter Umfänge auf die Seite nehmen müssen. Kann man das nämlich hier relativ komfortabel auch tun.
Dann können die Kollegen hier an der Seite arbeiten, haben einen relativ guten, einfachen Zugang. Und es ist auch mit dem System hier sicher und gut zu handeln und kann nicht umfallen. Kollegen werden nicht gefährdet, ist auch dann, weil es natürlich auch immer ein 200-Kilo-Motorrad ist, mit den Gasdruckfedern gut zu handeln. Also auch von dem Arbeitsumfeld her gut gemacht, so dass die Kollegen da sauber arbeiten können. Hier sieht man gerade, Lampenverkleidung ist gerade montiert, Kotflügel sind schon dran und jetzt geht es an den Rest mit Tank. Das Gestell, sagst du, das liefert dann KTM auch mit, damit wir... Nee, das haben wir selber entwickelt. Also das sind so Themen, wie die Produktionseinrichtungen, die wir auch in anderen Projekten brauchen oder auch für den Bau unserer ganzen Brabus-Fahrzeuge. Die entwickeln wir selber und fertigen wir auch im Wesentlichen selber. Das heißt, wir haben innerhalb unserer Konstruktion Kollegen, die sich darum kümmern, sich eben sowas einfallen zu lassen. Wie gestalte ich das? Wie ist es ergonomisch günstig? Wie erleichtert es die Montage? Und dann haben wir natürlich mit unseren ganzen Fertigungsmöglichkeiten drehen, zersparen, das eben auszubauen und solche Gestells zu machen. Das ist einfach sinnvoll, das selber zu machen. Vereinfacht die Arbeit, erhöht die Qualität, weil ich einfach besser mit gutem Werkzeug kann ich gute Qualität produzieren und deshalb machen wir das selber und das ist auch ein gutes System so. Moin Jungs. Morgen. Guten Morgen. Kurze Frage, wie lange braucht ihr für so ein Motorrad? Also zwischen 3 Stunden und 4 Stunden brauchen wir für so ein Motorrad. Das geht aber allerdings ordentlich schnell. Wie viele Motorräder schafft ihr so am Tag? Also 2 sind machbar auf jeden Fall in einem führenden Monteur. Ne? Wir haben eine relativ zackige Produktion, weil wir aber auch die Bauteile vorkommissionieren. Das heißt, die Kollegen montieren jetzt in der jeweiligen Station die schon fertig aufgebauten Lampensysteme. Die werden in einer eigenen Vorproduktion zusammengebaut. Das ist dann also abgelöst von der eigentlichen Aufbau der Fahrzeuge hier. Und so Termine wie heute sind ja eigentlich dafür da, dann wirklich auch jedes einzelne Teil nochmal zu überprüfen, oder? Ja, wir gehen da viel in die Details, also gucken uns wirklich jedes Einzelteil, wo es im Moment noch Themen gibt, wo zum Beispiel auch vom Thema Lackierung noch irgendwas noch nicht so hundertprozentig ist, wie wir es haben wollen. Zum Beispiel aber auch, wir haben ja matte Carbonbauteile, wo es nochmal Abstimmungen gibt, dass der Mattheitsgrad, also der Glanzgrad dieser matten Teile ja auch von jedem Bauteil, von unterschiedlichen Lieferanten aus unterschiedlichen Produktionsprozessen entsprechend zueinander passen müssen. Also wirklich durch jedes Bauteil, außer die Teile, die natürlich jetzt mittlerweile schon IO sind, was funktioniert, brauchen wir dann nicht mehr besprechen. Thema aber natürlich auch ist bei sowas immer die Rückmeldung der Kollegen, die die Bauteile zusammenbauen, die dann zum Beispiel mal sagen, immer, das kann ich so nicht gut verbauen, da ist zum Beispiel eine Toleranz nicht in Ordnung, das kann ich nicht sauber ausrichten und das müssen wir dann auch wieder entsprechend anstrengen. Thema, was uns nach wie vor immer noch beschäftigt und auch gerade zum Beispiel die Qualitätssicherung beschäftigt, ist eben dieser Glanzgrad der Mattenlackierung. Mhm. Da ist es eigentlich unheimlich wichtig, dass natürlich alle Carbonbauteile ein ähnliches mattes Finish haben. Mhm. Das heißt, es kann ein bisschen variieren, aber es darf nicht sichtbar sein. Das ist relativ aufwendig, weil man dann immer wieder mal mit den Lackierern und den Lieferanten besprechen muss, wo kommt das Problem her? Gibt es zum Beispiel jetzt eine Abweichung? Woher kommt die Abweichung? Liegt es an der Lackrezeptur? Ist die richtig gewählt? Dann haben wir zum Beispiel Möglichkeiten, den Glanzgrad hier zu messen. Also es wird jetzt nicht nur rein objektiv, sondern auch qualitativ über entsprechende Messungen. Und dann ist man halt immer wieder hin und her. Ne? Man spricht mit dem Lackierer, man spricht mit dem Lackhersteller auch, was mit der Rezeptur ist, dass das richtig ist. Dann hat man natürlich auch immer mal das Thema, dann kommen 10 Teile an, aus der ersten Charge, die passen. Dann kommt die nächste Charge, die passt wieder nicht. Da muss man nochmal wieder nachschärfen. Dafür ist aber ja auch zum Beispiel die Qualitätssicherung da. Wir werden jedes Bauteil, das ja hier ankommt, bevor es in die Produktion geht, wird ja durch die Qualitätssicherung angeschaut, bewertet. Da gibt es entsprechende Bewertungskataloge, wo die Kollegen hinzuschauen haben. Es gibt Grenzmuster, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und darüber werden dann die Teile klassifiziert, sodass wir auch schon ausschließen können, dass eben Teile, die nicht in Ordnung, nicht der Spezifikation entsprechen, hier in die Produktion kommen und dann uns dann irgendwo nur aufhalten oder im schlimmsten Fall am Ende, wenn das Motorrad fertig gebaut ist, auffällt, dass das Teil eigentlich nicht in Ordnung ist. Deshalb, da ist das Thema Wareneingangsprüfung, Bauteile-Check bei der Anlieferung vor der Fertigung hier extrem wichtig. Hier ist zum Beispiel die Stückliste schon mal und ein Teil der Stückliste drauf. Wir haben diesen Bereich hier mit der Wand auch, damit wir halt in der Produktionsbesprechung und in der Abstimmung mit den Kollegen immer die aktuellen Themen dann haben. Das heißt Bauteileübersicht,
Ganz wichtig immer ist hier das Thema Aktionsplan. Das heißt, was sind offene To-Dos? Was gibt es noch zu besprechen? Wo gibt es noch Themen, wo wir ran müssen? Die sind hier unten notiert und da gilt natürlich auch immer, aufgeschrieben ist halb erledigt. Also sobald Sie hier auf der Liste sind, haben Sie einen entsprechenden Status. Und man sieht ja halt auch über diese Statusuhren, was voll ist, ist fertig. Und hier kann man eben ganz gut im Detail sehen, wie weit der Fortschritt bei so einem Punkt ist, damit er eben erledigt, das Problem beseitigt ist. Wir haben hier zum Beispiel so ein paar Themen, Aktionsplanung für die Bauteile, Arbeitssicherheit, aber auch zum Beispiel ein Thema, was immer wichtig ist, Qualitätsinformationsblätter, entsprechende Qualitätssicherung und entsprechend qualitätsabgesicherte Produktion haben müssen. Also wir müssen ja sicherstellen, dass alle Schrauben fest sind oder nicht irgendein Bauteil abfährt. Immer so ein Motorrad fährt auch fast 300. Da sollte alles an seinem Platz sein und muss alles fest sein. Und das muss man natürlich absichern. Da haben wir zum Beispiel hier auch so ein Thema Drehmomentschlüssel, Prüfplan. Also jede Schraube wird mit dem entsprechenden Drehmoment hier abgeklickt. Dieses Drehmoment ist in der Entwicklung entsprechend definiert worden, passend zur Verschraubung. Da gibt es entsprechende Vorgaben, wie so ein Drehmoment ermittelt werden muss. Und da wird dann hier wöchentlich die Drehmomentschlüssel geprüft, ob sie denn auch wirklich, wenn ich einen Drehmomentschlüssel habe, der 10 Newtonmeter zum Beispiel abknacken soll, dass das auch wirklich 10 Newtonmeter sind. Und dann macht dann unsere Qualitätssicherung hier einmal die Woche in der Tat einen Test und schaut genau, ist der noch innerhalb der Spezifikation, passt das auch und sind wir damit sicher, dass diese Schraube oder die Schrauben, die wir mit 10 Newtonmeter festziehen wollen, auch mit 10 Newtonmeter festgezogen. Und wenn es sogenannte sicherheitsrelevante Verschraubungen sind, also das alles, was zum Thema Betriebs- und Fahrsicherheit von dem Fahrzeug wichtig ist, wird das dann auch im Vier- oder im Sechs-Augen-Prinzip dann nochmal geprüft. Das heißt, der Monteur stellt das entsprechende Drehmoment ein, der Produktionsleiter oder jemand aus der QS, das ist entsprechend qualifiziert und beschrieben, wer was wann wie zu prüfen hat, überprüft das dann nochmal und bestätigt das dann auch nochmal in der Fahrzeugbegleitmappe, dass er das auch getan hat. Und so stellen wir halt eben sicher über vier Augen, respektive dann teilweise sogar sechs Augen Prinzip, dass wir an dem Motorrad alle Schrauben fest haben, dass alles so ist, dass es auch, und das ist das Allerwichtigste, sicher ist. Wir haben jetzt sicherlich wieder mal einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das heißt, wir haben die Produktion angelaufen. Wir sind auch alle sehr gespannt, wie das Thema so ankommt, dass wir uns mit dem Thema Zweirad beschäftigen und wie das Motorrad so ankommt. Also ich sehe dem ganzen Thema sehr positiv gegenüber. Ich glaube, wir sind auf einem wirklich guten Weg. Größte Herausforderung beim gesamten Projekt war bisher ja immer das Thema Zeitplanung. Wir sind jetzt hier gut 12 Monate jetzt unterwegs in der wirklichen Hardcore-Entwicklung. Ja, natürlich gab es davor Abstimmungsthemen, Verträge mussten gemacht werden. Man musste das Thema, wie arbeiten wir mit KTM zusammen, genau definieren. Da waren ja die Kollegen aus dem Business Development sehr gefordert. Im Bereich Technik und Entwicklung sind wir jetzt ziemlich exakt 12-13 Monate unterwegs. War sehr herausfordernd. Gab auch an einigen Stellen hier und da mal Momente, wo ich gedacht habe, hoffentlich kriegen wir alles hin. Aber wir haben es jetzt hingekriegt. Jetzt sind wir halt in der Produktion, fahren die jetzt entsprechend hoch. Ich freue mich drauf. Wir sind jetzt schon wieder beim nächsten Thema dabei, auch mit zwei Rädern. Also insofern bleibt spannend. Ich finde es faszinierend. Tolles Produkt, tolles Motorrad. Jetzt geht es einfach weiter, die Reise. Ne? Super, danke dir, Jörn. Herzlichen Dank.